Okay, es geht weiter im Programm. Wir haben heute am Vormittag schon die Künstlerdemo gehabt. Das ist eine riesengroße Gruppe, die sich darum rankt und denen auch in dieser Corona-Wahnsinnszeit der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Und ich freue mich sehr, dass mein Grazer Urgestein, obwohl er noch sehr jung ist, hier haben. Grazer Schauspieler, Kabarettist und Österreichs bekanntester Comedy-Verwandlungskünstler ist heute hier. Begrüßt mit einem tosenden Applaus, Gerhard Haas. Hallo, danke für die liebe Begrüßung. Ich freue mich sehr, dass ich heute meine Gedanken zur momentanen Situation mit Ihnen teilen darf. Ich möchte gleich zu Beginn klarstellen, dass ich persönlich spreche, nicht für irgendeine Gruppe oder für eine Vereinigung, und dass ich mich ganz klar von allen politischen Parteien distanzieren möchte und von allen Menschen, die andere diskriminieren oder ohne Respekt oder ohne Wertschätzung behandeln. Politischer Kabarettist bin. In meinen Shows geht es mir darum, die Menschen über das Lachen offener zu machen. Offener für mehr Bewusstsein, Selbsterkenntnis und Selbstannahme und für mehr Vertrauen ins Leben. Und gerade das Vertrauen ins Leben ist es, das zurzeit so vielen fehlt. Wobei ich kann jeden verstehen, der Angst hat. Ich kann jeden verstehen, der Angst hat aufgrund der vielen Meldungen in den Zeitungen, in den Medien und aufgrund dessen, was man von der Politik seit Monaten hört. Ich kann es auch deshalb so gut verstehen, weil ich bis vor 20 Jahren selbst ein unglaublicher Hypochonder war. Ich habe unter enormen Krankheitsängsten bis hin zu Todesängsten gelitten und ich war jedes Jahr bei unzähligen Ärzten. Jedes Symptom, das ich an meinem Körper wahrgenommen habe, habe ich sofort gegoogelt und bei den möglichen Diagnosen im Internet dann immer die schlimmste angenommen. Ja, meine Ängste wurden auch dadurch immer größer, weil die Meinungen und Diagnosen der Ärzte, die ich aufgesucht habe, sehr oft extrem weit voneinander abwichen. Bei den geschwollenen Lymphknoten zum Beispiel war von völlig unbedenklich bis um Gottes Willen ziemlich sicher bösartig sofort rausschneiden, alles dabei. Die Tatsache, dass es auch unter den Ärzten so viele unterschiedliche Einschätzungen ein und desselben Symptoms gab, hat mich damals zutiefst verunsichert. Was mir dann letztendlich geholfen hat, war die Konfrontation mit meinen Ängsten. Das habe ich nicht allein geschafft, unterstützt haben mich dabei ganzheitlich denkende Therapeuten und Ärzte, die Körper und Geist als Einheit sehen und nicht immer nur die Körperteile ihrer jeweiligen Fachgebiete, sondern den gesamten Menschen. Vor dem Tod und die bewusste Akzeptanz und Integration meiner eigenen Sterblichkeit haben mir wieder Vertrauen und Freiheit gebracht, um mein Leben mit Freude und weitgehend angstfrei leben zu können. Und jetzt kommt es mir so vor, als würde sich ein Großteil der Menschen in einer Art hypochondrischen Hysterie befinden. Die meisten von uns neigen ja dazu, den Tod so gut wie möglich zu verdrängen. Wenn ein Verwandter oder jemand aus dem Freundeskreis stirbt, ist das Thema kurz da, um dann möglichst schnell wieder weggeschoben zu werden. Zu groß ist unsere Angst vor der eigenen Sterblichkeit. Eine berühmte Psychologin hat einmal gesagt, jede Angst ist im Grunde nur eine Ablenkung vor der größten Angst des Menschen, der Angst vor dem Tod. Und ich glaube, da ist was dran. Seit Corona ist der Tod täglich Thema der Medien. In jeder Zeitung, jeder Nachrichtensendung und in den sozialen Netzwerken. Jeder Corona-Tote wird gezählt und ist, egal wie alt auch immer, eine Schlagzeile wert. Jeder Corona-Tote ist einer zu viel und muss verhindert werden. Hört man von der Politik und von den Medien. Und sie erwecken dabei den Eindruck, als ob nur noch an Corona gestorben würde. Und dass auch der Tod ein Feind wäre, den es mit allen Mitteln zu bekämpfen gilt. Dabei ist das, wie wir alle wissen, ein aussichtsloser und sinnloser Kampf. Ist es nicht viel sinnvoller, mit dem Tod Frieden zu schließen und dann vielleicht erstmals angstfrei, gelassen und freudvoll wirklich zu leben?
Angst ist nie ein guter Berater. So? Und das stimmt. Angst macht den Horizont eng und sie macht uns auch manipulierbar. Das sehen wir derzeit wahrscheinlich dieselben zuvor. Weltweit akzeptieren die Menschen völlig unverhältnismäßige Maßnahmen, die keine Lösung, sondern nur eine weitere Verschärfung des Problems darstellen. Das tun sie meiner Meinung nach vorrangig aus Angst vor dem Tod. Wobei ich beobachte auch noch zusätzliche Gründe für dieses Verhalten. Viele Menschen wollen meiner Meinung nach ihr Weltbild, in dem sie sich sicher fühlen, nicht in Frage stellen. Sie wollen glauben, dass Politik, Medien und Wissenschaft stets wohlwollend und im allgemeinen Interesse haben. Und das finde ich verachtlich, dass nach Skandalen wie Hypoalpe Adria, Bavaro, Telekom mit Sadomatik, Kommerzialbank etc. das Vertrauen der Menschen in die Unbeständigkeit der Politik noch immer so groß. Welche genannten Skandale, und da bin ich sicher, nur die Spitze des Eisbergs sind. Das meiste fliegt sowieso nicht auf. Ähnliches gilt auch für die Wissenschaft. Zu aktuellen Studien gibt es oft sich gegenseitig widersprechende Studienergebnisse. Je nachdem, wer die Studienauftrag gibt und welche Interessen dahinter stehen. Am glaubhaftesten sind für mich daher Studien, die keine finanziellen Vorteile bringen. In letzter Zeit hat mich zum Beispiel beeindruckt die differenzierte Studienanalyse von Frau Professor Dr. Ines Kapstein, einer renommierten deutschen Krankenhaushygienikerin, die nachgewiesen hat, eine allgemeine Maskenpflicht ist nicht nur so gut wie wirkungslos, sondern sogar schädlich. Weil von diesem Ergebnis profitieren weder die Firmen, die um unzählige Millionen Masken herstellen und produzieren und verkaufen, noch die Politik, sondern nur wir Menschen. Auch die Medien machen Gewinn mit der Angst. Und davon auszugehen, dass hier wirklich ausschließlich objektiv, fundiert und vor allem unabhängig berichtet wird, ist im Hinblick auf staatliche Presseförderungen und Finanzierung unserer Medien über Werbekunden ziemlich naiv. Aber wie gesagt, viele Menschen sind nicht bereit, an ihrem Weltbild gründen zu lassen. Für andere wiederum, und dazu gehören vor allem leider auch einige unserer Politiker, kommt es nicht in Frage, jetzt nach mehr als 6 Monaten einzugestehen, dass sie sich in ihrer Einschätzung der Gefahr durch Covid-19 geirrt haben. Einen Irrtum zuzugeben, ist für diese Leute kaum machbar. Zu groß ist ihr Ego und scheinbar hat es sich bis zu ihnen noch nicht durchgesprochen, dass das Eingeständnis von Schwächen eine große Stärke ist. Die Menschen, die in erster Linie Angst vor Quarantäne und den daraus möglicherweise entstehenden Folgen für Beruf und Familie haben, kann ich noch am besten verstehen. Und zuletzt fallen mir noch diejenigen ein, die alle Maßnahmen aus Eigennutz unhinterfragt hinnehmen. Ich kenne einige, die mir sagen, dass es ihnen so gut wie nie geht. Sie arbeiten 10% und kriegen 80% gezahlt. Vermutlich wird sich ihre Stimmung und Meinung erst dann ändern, wenn in vielen Fällen die Kurzarbeit in Arbeitslosigkeit mündet. In nicht wenigen Branchen haben wir schon einen Vorgeschmack auf das, was noch viele treffen wird. In der Reisebranche, dem Städten vom Festtourismus, bei den Gastwirten, den Nachtclubs, den EBUs, sogar bei den niedergelassenen Ärzten oder in meiner Branche der Kunst und Kultur. Wir dürfen zwar inzwischen unter strengen Auflagen wieder auftreten, aber sehr viele Veranstaltungen müssen abgesagt werden, weil sich die meisten Menschen aufgrund der Panikmache nicht in geschlossene Räume trauen. Und das, obwohl auf dem Leiter der AGES, selbst bei vollbesetzten Theatern, ohne Maske und ohne Abstand, die Ansteckungsgefahr nicht erhöht wird. Das trifft vor allem Künstlerinnen und Künstler wie mich, die noch nie eine staatliche Subvention erhalten haben und sich ausschließlich über Ticketverkauf finanzieren. Aber an unseren Auftritten hängen auch unzählige Menschen, von technischem Personal über Agenturen, Veranstalter bis hin zu Caterern. Über 180.000 Personen sind es in Österreich im Kunst- und Kulturbereich. Und all das in einer vollkommen überzogenen Angst, die keine reale Grundlage hat.
Ich habe in den letzten Monaten mit zig Expertinnen und Experten unzählige persönliche Gespräche geführt. Darunter mit Universitätsprofessoren für Hygiene und Statistik, mit Klinikvorständen, Intensivmedizinern, die Corona-Patienten betreuen, mit Virologen und Epidemiologen, mit dem inzwischen sehr bekannten Dr. Hadisch oder Dr. Allerberger von der ARDIS. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass inzwischen so gut wie alle die Situation entspannter sehen und sich zumindest schon einmal im privaten Gespräch für eine Abschaffung der Maßnahmen und für eine Rückkehr zur vollkommenen Normalität aussprechen. Ich wünsche uns allen, dass immer mehr Ärzte den Mut haben, ihre kritische Meinung öffentlich zu äußern und die politischen Verantwortlichen zu einem raschen Umdenken aufzufordern, ohne Angst vor negativen Konsequenzen haben zu müssen. Wir müssen mit dem Coronavirus, das ist auch meine Überzeugung, ganz normal leben lernen, wie mit jedem anderen Virus auch. Die vorherrschende Politik der Angst vernichtet nicht den Coronavirus, sondern zerstört die Grundlagen unseres Wohlstandes und unserer hohen Lebensqualität. Kann mit Sicherheit den Tod nicht verhindern, sie verhindert nur die Freude am Leben. Bravo. Und das sieht man auch, die Menschen gehen zwar noch irgendwie mit Maske und Abstand zum Spar, aber haben anscheinend die Freude an schönen Stunden im Theater, Kino, Konzert oder bei Festen schon verloren. Und auch das liegt an den übertriebenen Maßnahmen der Regierung. Wäre der von der Politik getätigte Aufruf zur Eigenverantwortung ja an sich vom Begriff her sinnvoll. Aber Eigenverantwortung kann nicht eine blinde Befolgung sinnwidriger und die Gesellschaft schädigender Maßnahmen bedeuten. Wir sollten bedenken, für die Entstehung und den Ausbruch jeder Krankheit, völlig egal ob Virus, Bakterium, Autoimmunerkrankung, Krebs, was auch immer, ist das Immunsystem entscheidend. Ist das Immunsystem stark genug, kann unser Körper allem standhalten. Insofern kann aus meiner Sicht echte Eigenverantwortung nur bedeuten, das Immunsystem zu stärken. Wie man das macht, weiß man heute schon sehr gut. Das kann auch jeder im Internet nachschauen. Und gute Ernährung, Bewegung, zusätzliche Vitamine wie Vitamin C, Zink, Vitamin D und vor allem durch Seelenhygiene, Lebensfreude und Angstfreiheit. Ich bin sicher, wenn sich anlässlich von Corona viele Menschen mit ihren Ängsten und in ihrer Sterblichkeit konfrontieren und anfreunden, ihre Prioritäten überdenken und gegebenenfalls neu ordnen und dann mit Freude und neuem Vertrauen wieder voll ins Leben gehen, wäre diese Krise eine Riesenchance für einen Mann. Wir wissen, jeder von uns erzeugt seine persönliche Realität durch seine Reaktion auf die äußeren Umstände. Und die äußeren Umstände können wir nur beeinflussen, indem wir entsprechend auf sie reagieren. Ich wünsche uns, dass uns wieder bewusster wird, wie viel wir eigentlich selbst in der Hand haben. Ich entscheide, ist das Glas halb leer oder halb voll? Reagiere ich auf Corona mit Angst und übertriebener Vorsicht? Oder indem ich eigenverantwortlich mein Immunsystem stärke und mit neuer Zuversicht ins Leben gehe. Was glückbringender ist, wird vermutlich jedem klar sein. Und vielleicht gelingt es uns heute hier, dass jede und jeder, der heute hier ist, dazu etwas beiträgt. Wenn immer wir wieder mit einem Menschen in unserem Umfeld zusammen sind, der Angst hat, und es schaffen, ihm oder ihr die Angst zu nehmen, erzeugen wir dadurch ein Feld des Vertrauens in eine gute Zukunft. Und das wünsche ich uns. Es wäre nämlich schön, wenn unser Bundeskanzler das demnächst im Fernsehen sagen könnte,
bald wird jeder jemanden kennen, der die Corona-Angst endgültig losgeworden ist. Alle Kostüme und Maske, da sind unser Bundeskanzler auch dabei, die wir hier, glaube ich, jeder sehr gerne sehen.